Januar 2015, Paris. Juli 2005, London. März 2004, Madrid. September 2001, New York. Beispiele. Terror und Massenmord erschüttern unsere Welt. Und immer wieder stellt sich die Frage, warum tut ein Mensch so etwas anderen Menschen an? Der Psychoanalytiker Arno Gruen hat sich zeitlebens mit dem Menschen und dessen Deformation durch Sozialisierung und Erziehung befasst. Sein Grundgedanke: Menschen sind nicht von Natur aus schlecht. Dabei hat er in seiner Kindheit vor allem die schlechten Seiten seiner Mitmenschen erlebt. 1923 kommt er als Jude in Berlin zur Welt und entkommt 1936 mit seiner Familie nur knapp den Nazischergen. Seine Familie flieht nach New York. Ende der 1970er Jahre siedelt Gruen über in die Schweiz. Gruen lässt sich in Zürich als Psychotherapeut nieder. In seinem neuen Buch »Wider den Terrorismus« zieht er Bilanz. Terrorismus gibt es, weil unsere Zivilisation ihn fördert. Beispiel Globalisierung. Sie geht über die Bedürfnisse der Menschen hinweg, nimmt vielen ihre wirtschaftliche und persönliche Grundlage. Sie fühlen sich als Opfer. Manche glauben dann, dass sie das Leben in den Griff kriegen, indem sie andere demütigen. Terrorismus entsteht aus dem Hass auf das eigene. Weil unsere Kultur uns dazu bringt, unsere Menschlichkeit als Schwäche zu erleben und sie deshalb verwirft, schreibt Gruen. Wie kommt der Terrorismus in die Welt? Welche Verantwortung hat die Gesellschaft bei der Entstehung von Terrorismus? Und wo kann sie gegensteuern?